Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 2. November. Nach dem gestrigen Freitag begrüße ich Sie heute hier im neuen Monat. Und der sieht oder schaut für den Goldpreis bislang mal gar nicht so schlecht aus, nachdem es ja hier ja, Ende September, insbesondere bis in den Oktober hinein, hier, wir sehen es im rechts oben befindlichen Tageschart, hier eine starke Ausverkaufswelle gab. Und das sind die letzten 2 Tage. Gestern gute, starke Zugewinne hier beim Goldpreis. Und zwar ging es da exakt 16 Dollar nach oben. Heute auch schon wieder knapp 9,80 Dollar gelaufen. Der Schnitt etwa hier zwischen 10 und 12 Dollar. Das heißt, die Volatilität hat etwas abgenommen. Diese Kerze hier vom 4. Oktober natürlich ausgenommen. Aber der Goldpreis hier wieder auf bestem Wege, da ein Stück weit zuzulegen. Wie sieht es aber nun aus? Wir haben Zugewinne, eine Erholungsbewegung beim Goldpreis. Und da gehen wir mal kurz in die Woche. Wir hatten hier damals, also was soll heißen, damals vor einer letzten Analyse, zu einer letzten Analyse zum Goldpreis hier nach dem Ausverkauf schon gemutmaßt, dass es jetzt hier eine Gegenbewegung geben könnte, eben aufgrund des starken Ausverkaufs hier von Anfang Oktober. Und diese Gegenbewegung, dieser blaue Tendenzpfeil ist praktisch tatsächlich genau diese Entwicklung, die der Goldpreis jetzt einschlägt. Und wir haben hier im Bereich um 1300, 1307 US-Dollar je fein Unze eben ein Widerstandslevel. Neben dem, was hier auch im Fibonacci Retracement Level liegt, ist das eine Situation, die man hier durchaus jetzt als interessant einschätzen darf, vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis sich hier den Kopf stoßen könnte. Wir haben auch hier diesen Trendkanal, den ich mal nach rechts verlängern werde, und um hier sozusagen ein Stück weit hier diese obere Barriere zu manifestieren. Und da zeigt sich eben, dass wir hier so eine Art Kreuzwiderstand auf jeden Fall haben. Über dem Bereich von 1300 Dollar. Wir sehen, wir sind gerade bei 1297. Hier ist eine Zone, die dürfte sehr, sehr spannend sein und eben auch als Entscheidungsmarke hier unter ja, Sicht mehrerer Wochen dienen, ob der Goldpreis eben sich hier den Kopf stößt oder nicht. Rein technisch hat der Goldpreis hier zunächst, Moment, wir machen das mal anders. Rein technisch hat der Goldpreis hier zunächst das Erholungspotenzial ausgenutzt, diese Chance hier nach oben zu laufen. Und wenn wir diese Bewegung hier sehen, diesen starken Aufwärtsimpuls von Ende Dezember letzten Jahres hier bis zum Hoch des Sommers, haben wir hier, wie gesagt, diese bullische Konsolidierung gehabt in Form einer Bull Flag und die eigentliche Ausbruchsrichtung wäre gen Norden gewesen. Das ist nicht passiert. War es ein Fake? Fragezeichen. Tatsache ist, wir haben neben dem saisonalen Background, der hier vor uns liegt, eine sehr, sehr bullische Phase beim Goldpreis zu erwarten. Und wenn es jetzt hier dazu kommen sollte, dass wir die Marke, den Widerstandsbereich um 1300 Dollar, 1300 Dollar 10, 1310 Dollar, so viel mehr, überwinden sollten, dann sieht das hier nicht schlecht aus, als dass hier auf der Oberseite was passieren könnte. Sie sehen, wir werden hier bis Ende November, Anfang Dezember getragen von einer bullischen Saisonalität. Ich habe da auch in der nächsten Woche ein Schmankerl für Sie in Sachen saisonaler Statistiken. Es ist nur ein relativ kurzfristiger 5-6-Tage-Trade, der hier saisonal in die Auswertung gerutscht ist, aber auf jeden Fall auf Sicht der letzten 20 Jahre hier ja, eine erhöhte Trefferquote aufwies. Und insofern sieht das mal gar nicht schlecht aus, was der Goldpreis hier macht. Tatsache ist, wenn wir hier auf Wochenbasis den Preis analysieren, dann wird sich hier um 1300 Dollar entscheiden. Ich wage mal die Prognose, wenn wir hier über 1315 rausgehen, gerade per Weekly Close, dann sieht es gut aus, dass wir die alten Hochs anlaufen und hier sozusagen eine Erholungsbewegung sehen. Ist aber, wie gesagt, jetzt hier für mich nicht unbedingt die sicherste Variante. Der Goldpreis eben auch durch die US-Wahl hier sicherlich ein Stück weit fremd beeinflusst. Tatsache, wenn es hier zu einem Abprall kommt, stärkerer Natur und wir wieder hier unter das Niveau von 1250 fallen sollten, dann sehe ich eher ja, Abwärtspotenzial weiter gen Süden, das dann hier Richtung dieser Supportzone 1165 etwa führen dürfte. Das wäre dann wohl der nächste Weg gen Süden. Hier jetzt, wie gesagt, ein gewisses Entscheidungslevel, sich hier proaktiv einzukaufen, um auf dem Ausbruch zu spekulieren, kann von Erfolg gesät werden. Es kann aber auch hier ein Stück weit Tauziehen geben, bevor der Goldpreis sich denn tatsächlich entscheidet. Gerade vor der anstehenden US-Wahl ist hier doch eine gewisse Vorsicht angebracht, um sich dann hier sozusagen nicht den wilden Bewegungen, den wilden Eskalationen auszuwerfen bzw. hinzugeben. Insofern Goldpreis hier auf jeden Fall im Zuge einer möglichen Erholungsbewegung mit dem
Potenzial auszubrechen, aber auch im Zuge dieser Konsolidierung, dieser jetzt hier abgeschlossenen Konsolidierung, hier dieses Ende jetzt dieser Erholungsbewegung gefunden zu haben und auch kurzfristig zu korrigieren. Das heißt, man muss den Goldpreis hier engmaschig beobachten. Auf Tagesbasis war ja unter Umständen auch die Annahme die, dass wir diesen kurzfristigen Abwärtstrend weiter fortsetzen und direkt neue Tiefs machen. Dazu kam es nicht. Wir sind, wie gesagt, Sie sehen es hier im Erholungsimpuls weiter nach oben gelaufen auf Tagesbasis, aber hier gestaltet sich die Situation relativ ähnlich. Hier haben wir auch gerade auf die Korrekturbewegung bezogen des letzten Impulses auch hier das kurzfristige Potenzial, dass wir hier 1300, 1310, dass wir das auf jeden Fall nochmal anlaufen. Aber dann ist eben die Frage, hat der Goldpreis die Kraft, hier weiter nach oben aufzudrehen? Das wird auf jeden Fall spannend sein. Über 1315 ist meines Erachtens hier auf jeden Fall Luft nach oben. Wenn der Preis es eben schafft, hier wirklich signifikant weiter nach oben rauszulaufen, dann könnte das, wie gesagt, bis zum Jahresende, auf jeden Fall bis Ende November auch saisonal getragen, dann hier erstmal weiter nach oben gehen. Das wäre auf jeden Fall hier dann das leicht zu präferierende Szenario, wenn sich hier diese Bewegung, diese Korrekturbewegung in Form dieser bullischen Flagge, dieses Fehlausbruchs nach unten eben dann hier doch noch als einziges Verschnaufen darstellt, um dann eben doch wieder hier weitere neue Hochs anzusteuern. Den Goldpreis darf man nicht abschreiben. Die Situation ist weiterhin spannend und die seit 2016, seit Anfang des Jahres begonnene Rallye beim Goldpreis ist, wie gesagt, da müssen wir noch mal kurz in den Wochenchart gehen. Grundsätzlich ja hier sieht man auch sehr schön anhand der Fibonacci-Verhältnisse zum 38er-Level korrigiert wurden. Eine völlig idealtypische Konstellation, die grundsätzlich dafür sprechen könnte, dass hier eben erstmal die Verkäufer befriedigt sind, sozusagen Gewinne mitgenommen wurden und jetzt eben hier durchaus neue Hochs folgen könnten. Also Goldpreis erweckt nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Bild, auch wenn jetzt hier in einer gewissen Unsicherheit gerade gefangen, aber für mich definitiv weiter interessant und wir werden den Goldpreis hier natürlich weiter beobachten für Sie. Das, meine lieben Zuschauer, wäre es gewesen für das heutige JFD-Devisenradar. Am Nachmittag gibt es das Webinar zur Sendung. Auch da werden wir noch Währungen und Gold und unter Umständen auch den ein oder anderen Spezialrohstoff in Form vom WTI unter die Lupe nehmen. Insofern sage ich erstmal jetzt danke fürs Einschalten. Freue mich, wenn wir uns später wieder hören oder dann eben erst nächste Woche. Denn ich selbst bin morgen und übermorgen im Urlaub, also hier in den wohlverdienten Herbstferien in Anführungszeichen und werde dann erst das Devisenradar am nächsten Montag wieder für Sie aufsatteln. Das als Information, das Devisenradar, wie gesagt, wird morgen und übermorgen, Donnerstag und Freitag hier eine kleine Pause vollziehen. Also, wenn Sie mögen, dann heute Nachmittag und bis dahin, Ihr Christian Kämmerer, beste Grüße und viel Erfolg beim Trading. Tschüss.